Welcher Firmeninhaber hat sich nicht schon einmal gefragt, wo und wie bekomme ich den passenden Mitarbeiter für meinen Betrieb? Ausbilden, einstellen, ja, aber wen? Und ist ein Bewerber auch wirklich geeignet? Man müsste ihn besser kennenlernen, um ihn beurteilen zu können. Ein Praktikum wäre gut, aber die laufenden Arbeiten und Aufträge lassen eine umfangreiche Praktikumsbetreuung gar nicht zu. Die Über Leonberg möchte Sie hierbei mit einem Eignungspraktikum unterstützen. Dazu haben wir Herrn Schweizer, den Leiter der Über Stuckateure in Leonberg, befragt. Warum ein Eignungspraktikum und für wen ist es eigentlich gedacht? Also das Eignungspraktikum soll als Entscheidungshilfe dienen für die Betriebe. Die Betriebe bekommen, man wünscht sich das zumindest, Anfragen von jungen Menschen, Anfragen für einen Ausbildungsplatz. Und das Eignungspraktikum bietet den Betrieben eine zusätzliche Entscheidungshilfe. Das heißt, nimmt ihnen eine Arbeit ab, wo der Auszubildende jetzt als Beispiel im Bildungszentrum bei uns hier geprüft wird oder angeschaut auf seine Fähigkeiten, seine Fertigkeiten, die er mitbringt, seine Begabung, die er mitbringt. Herein. Ah, Patrick, ich habe da was gefunden von der Über Leonberg. So, Patrick, deine erste Woche Praktikum hast du jetzt hinter dir. Jetzt würde ich sagen, gehst du noch zur Über, dann machst du nochmal ein Praktikum. Da steht alles drauf, Übernachtung, Verpflegung, ist alles gesorgt. Dann gehst du mal hin und guckst, ob dir das liegt. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Es werden ganz viele Kompetenzen abgefragt, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und so weiter. Und hinterher zusammengefasst zu einem, nenn es mal vorsichtig gesagt, Zeugnis. Und dann kann der Betrieb zusätzlich zum Praktikum, und das ist ganz wichtig, was im Betrieb stattfindet, dieses nochmal als Entscheidungshilfe hernehmen. Oh, hallo, mein Chef hat mich vorbeigeschickt als für Eignungspraktikum. Hallo, grüß dich. Ja. Ist mir schon bekannt. Ich begrüße dich recht herzlich hier im Schulungszentrum Leonberg in der Außenstelle Rutesheim. Du bist angemeldet und ich bringe dich jetzt dann gleich an deinen Arbeitsplatz und zum Meister. Okay. Hallo Herr Wittner, ich bringe Ihnen den Patrick. Er ist angemeldet zum eigenen Praktikum. Gut, so. Herr Patrick, ja, komm, gehen wir schon vor. Hast du Arbeitskleidung dabei? Ja. Ja, dann gehen wir vor in die Umkleide, zeige dir, wo du dich umziehen kannst. Ich habe schon eine Werkzeugkiste für dich vorbereitet. Dann, wenn du gezogen bist, kriegst du die Werkzeugkiste, dann kriegst du deinen Arbeitsplatz. Okay? Also Umkleide ist hier. Also viel Spaß. Ja, danke. Die Arbeit, die er in der Über gemacht hat und das Meinungsbild und die ganzen Arbeiten, die er ja hier erledigt hat, schriftlich festgehalten und dokumentiert und auch die praktischen Arbeiten können mitgenommen werden und angeschaut werden vom Betrieb, vom Meister, vom jeweiligen Verantwortlichen, kann der Betrieb sich anhand dessen alles und allen ein Bild machen von dem jungen Mann und dann mit in die Entscheidungsfindung nehmen und sagen, ich glaube, der junge Mann oder die junge Frau wäre geeignet für eine Ausbildung zum Stuckateur. Die Aufgabe, die du jetzt von mir kriegst, die erkläre ich dir. Welchen Abschluss muss der Jugendliche, der das Eignungspraktikum antritt, mitbringen? Abschluss. Jeder wünscht sich einen Auszubildenden, der möglichst einen guten Abschluss hat, also einen Realschulabschluss oder vielleicht sogar ein Abitur. Aber ich denke, dass die Hauptzielgruppe die Hauptschüler sind, die wir uns vorstellen, die gern im Handwerk was Handwerkliches arbeiten möchten. Und deshalb kann ich das so beantworten. Hauptschulabschluss in guter Hauptschulabschluss wäre wünschenswert. Wenn es ein mittelmäßiger Hauptschulabschluss ist, ist das in Ordnung, weil Voraussetzung für das Bestehen einer Gesellenprüfung ist natürlich, dass er auch theoretische Inhalte, also sprich, dass er in der Rechtschreibung Grundkenntnisse, Mathematik, Zeichnen und auch vielleicht ein bisschen Wirtschaftskunde, solche Dinge sich auskennt, um hinterher auch den fachtheoretischen Teil einer Gesellenprüfung bestehen zu können. Wie lange dauert das Eignungspraktikum?
Die Dauer des Praktikums geht in der Regel eine Woche. Das heißt, nach der Unterbringung im Jugendgästehaus oder nach der Anreise, wir freuen uns auch, wenn die Eltern mitkommen und sich das Zentrum anschauen und auch die Menschen und wie hier gearbeitet wird und was dann für den Sprössling dann alles in der Woche auf ihn zukommt. Also die sind auch herzlich eingeladen, mit dazuzukommen, ihn hier bei uns abzuliefern. Und dann wird der Schüler in eine Klasse integriert. Also es gibt nicht einen künstlichen Kurs, wo dann nur Praktikanten alle drin sind, sondern eine bestehende Klasse. Zweite oder dritte Ausbildungsjahr wird der junge Mann, der Auszubildende, der zukünftige Auszubildende mit dazu genommen und kriegt dann aber einfache, für ihn einfach umsetzbare Arbeiten und macht dann in der Gruppe auch diese Gruppendynamik mit, je nachdem, was er da vor Schulkameraden findet, sehen auch wir, mit wem er dann die Pause verbringt, wie ist das Sozialverhalten zum Einzelnen der Teilnehmer sich dann entwickelt innerhalb weniger Tage, sieht man da sehr viel, wo die Tendenzen da sind. Und deshalb ganz wichtig, nicht irgendwie einen isolierten Block zu machen, nur mit Praktikanten und alle geben sich um die Wette Mühe, dass es ganz toll läuft, sondern das sind immer nur 2, maximal 3 in einer bestehenden Gruppe Eignungspraktikanten, die sich dann binnen spätestens nach 2 Tagen in dieser Gruppe völlig integrieren und dann auch mit allen, vorsichtig gesagt, Auffälligkeiten entsprechend darstellen und wir das dann sehen und dann für die Betriebe das weitergeben können und sagen, der junge Mann ist sehr kontaktfreudig oder ist teamfähig oder vielleicht war es auch ein Einzelgänger und der war gar nicht im Team arbeiten, das ist ja bei den Stuckateuren ja als Beispiel auch wichtig, dass man teamfähige Kollege bekommt, der gerne im Team arbeitet mit anderen Kollegen und nicht im Einzel. So, Patrick, hier ist jetzt das Ergebnis festgehalten, was du jetzt in der Woche Eignungspraktikum bei uns in der ÜBA in Nürnberg absolviert hast. Das Ganze, wie du hier siehst, sieht alles ganz ordentlich aus. Ja, wenn dein Chef oder dein zukünftiger Chef vielleicht, wenn er das Ergebnis liest, was du jetzt in der Woche gemacht hast, wird dich bestimmt einstellen, bin mir ganz sicher. Das nimmst du jetzt mit. Da ist dein Chef. Okay. Er wird, wenn er das durchguckt hat, wird er das nachher wieder aushändigen. Weil das hast du ja erarbeitet. Okay, was müssen die Jugendlichen mitbringen? Werkzeug oder Arbeitskleidung? Verbuten können, was sie mitbringen müssen, ist ein fester Wille, in der Woche was Gutes zu tun, was zu lernen. In fester Wille, den Beruf, den Ausbildungsplatz zu bekommen. Ansonsten bekommen die jungen Gäste bei uns, die Eignungspraktikanten, alles gestellt, bekommen von uns Werkzeuge, um zu arbeiten, die ganzen Materialien, vielleicht Kleidungsstücke, die nicht so wertvoll sind, wenn die mal staubig werden, die Stuckateur arbeiten, die klassischen oder mal vielleicht ein bisschen Mörtel drankommt, aber ansonsten bekommen die ganzen Werkzeuge und was sie sonst für das Praktikum bekommen, auch die ganzen Unterrichtsmaterialien, wo sie dann ausfüllen müssen, Unterrichtsmappe, bekommen sie alles gestellt und dann reicht es mit viel Motivation und Lust, was Praktisches zu tun, hier erfolgreich teilzunehmen. Hallo Patrick. Hallo Meister, meine Woche ist jetzt vorbei und ja, das ist mein Bericht. Ja, jetzt einmal her. Gut. Gut, super. Hat es dir gut gefallen? Ja, hat viel Spaß gemacht. Habe auch viele Leute kennengelernt. Und ich habe ziemlich viel dabei gelernt. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, super. Und dein Praktikum bei uns hast du auch super gemacht. Ich würde sagen, komm schon Montag vorbei. Okay. Krieg dir deinen Arbeitsvertrag. Und dann kannst du deine Ausbildung anfangen bei mir. Okay, danke. Gut, super. Tschüss.